Ja, es ist wieder Stammtischzeit, Skistammtischzeit und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Patrick Jochum und mein Kollege. Hanno Duscher. Schön, dass ihr wieder die Zeit gefunden habt und mit dabei seid. In den letzten Folgen haben wir des Öfteren über Material und Sicherheit auf und abseits von der Piste gesprochen. Und heute geht es ein bisschen darum, dass wir das Material beherrschen müssen und deswegen ist bei uns die Fitness heute im Vordergrund. Und unter dem Hashtag Fit für den Winter hätte ich gesagt, leiten wir den heutigen Skistammtisch ein. Hanno, wen haben wir denn heute denn zu Gast? Ja, also danke mal für die schöne Intro, Patrick. Heute haben wir zu Gast, es ist ganz was Spezielles für mich, weil olympischen Glanz haben wir heute hier in unserem Sitzkreis. Das ist einerseits die Kathi Truppe. Servus, schön, dass du da bist. Grüß euch. Unsere erste Dame, also das ist Premiere, natürlich, ja, Weltklasse. herrlich, herrlich. Na, also mich freut es sehr, dass wir endlich eine ein bisschen feminine Stimmung da einmal in unserem Stammtisch haben. Und ja, als zweites, nachdem eben Fit in den Winter ist ja total wichtig, das Thema Fitness, ja, also unser Kernthema auch heute einmal, habe ich den Trainer, den Peter Pecani, mitgebracht, den Trainer von der Kati-Truppe. Hallo zusammen, hallo. Schön, dass du da bist. Und Danke für die super, Einladung. dass ihr die Zeit gefunden habt. Ja, also ich würde sagen, ich starte jetzt einmal richtig gerade eine und fange einmal gleich mit dem Thema Olympia an, weil das ist alle 4 Jahre und ich glaube, jeder, der irgendwie eine olympische Sportart ernsthaft betreibt, möchte einmal da dabei sein. Ja, also dabei sein ist alles, ist ja der Leitspruch. Aber olympisches Gold, ich kriege direkt ein bisschen an Nackenschauer. Es ist natürlich was echt was Schönes. Was geht da durch deinen Kopf, wenn du das hörst? Olympisches Gold, Kathi, was passiert da mit dir? Ja, es ist ein schöner Rückblick. Also, wie gesagt, da kommen nur positive Gedanken daher. Man fühlt nur ein Kribbeln und ja, Kribbeln auch, weil es war wirklich dezent kalt da unten. Also, man hat da ziemlich alles gehabt. Also, ja, das kann man eigentlich so direkt gar nicht beschreiben, weil da so viele Emotionen auf einen einprasseln. Ja, also ich kann mir das vorstellen, dass das irrsinnig ist. Ich spüre es ja jetzt direkt, also so diese Übertragung, wie wahnsinnig das ist und ja, fantastisch. Erzähl einmal von diesem Moment, wo du aufs oberste Stockerl rauf gestiegen, gehüpft bist und dann in dem Moment, wo man das Ding umgehängt kriegt. Kann man sowas beschreiben? Ja, es ist schon sehr speziell. Es war halt, ich glaube, wenn noch schöner was gewesen, wenn Publikum da gewesen war, ich glaube, dann ist das halt noch lässiger und noch cooler. Und mit dem Team da das Treppchen zu besteigen, war generell ganz was Besonderes. So, ich sage, nach dem vierten Platz war das noch einmal so richtige Genugtuung. Und wie gesagt, unser Team, wir waren echt zusammengeschweißt und wir haben zusammengehalten. Und das war halt dann, dass wir da Gold machen und dann hat jeder den anderen die Goldene drüber gehängt und das war halt schon was Cooles und was man, glaube ich, nicht alle Tage erlebt. Das glaube ich dir gern. Komme zu meiner nächsten Frage ganz klar. Geht eigentlich noch mehr als olympisches Gold? Ja, ich würde mal sagen, der nächste Step war dann die einzelne Medaille. Aber wie gesagt, mit dem Team das feiern zu dürfen, war echt richtig cool und ich will das, also ich glaube, der Tag wird uns ewig in Erinnerung bleiben. Bist du dann mit der Goldmedaille schlafen gegangen? Ist das so typisch, wenn man Gold gewinnt, dass man dann damit schlafen geht? Wann hast du sie abgenommen? Das erste Mal. Ja, das hat mich auch interessiert. Beim Duschen hast du sie abgenommen oder rumgelassen? Gar so schlimm war es nicht, aber man hat schon aufgepasst, das muss man sagen. Also ich habe schon geschaut, dass ich sie ja heimbringe, weil ich mir gedacht habe, und die meine Eltern da haben, meine Familie nicht sieht, das war jetzt schon dramatisch. Also. Und wie ich auf dem Weg heim war, das weiß ich auch noch, weil da habe ich in Wien haben wir noch eine Ehrung gehabt. Und dann war ich erst um 11, halb 12 daheim und ich habe mir noch gedacht, während ich da bei uns am Gasthaus davor vorbeifahre, mal werde die Goldmedaille auf den Küchentisch legen, weil in der Früh, wenn Mama und Papa aufsteht, dann sehen sie sich gleich. Nur eigentlich müssen die meine Familie kennen, sind sie natürlich alle draußen gestanden und haben noch gewartet, ja, ja noch nicht. Aber bis ich da ins Bett gekommen bin, hat es auch wieder gedauert, aber wie gesagt, die Goldmedaille hängt daheim sehr schön und ist immer wieder ein schöner Anblick, wenn man vorbeigeht. Das glaube ich gern. Herrlich. Kommen wir vielleicht zum zweiten Gast, dem Ja. Trainer.
Peter, wie hast du es denn miterlebt? Du bist ja jetzt doch schon eine Zeit lang bei der KT als Coach verantwortlich, als Athletiktrainer. Wie war für dich dieser Moment, wo es endlich aufgegangen ist? Ja, voll nervös natürlich. Also es war ja eher in den Morgenstunden das Ganze. Ja. Die Nacht davor habe ich weniger geschlafen. Also ich bin, glaube ich, nervöser beim Zuschauen als die KT beim Starten. Geht mir aber bei jedem Rennen so. Aber da, das war noch schon ein ganz cooles Gefühl, muss ich sagen. Man freut sich halt mit, das ist ja klar. Ist das dann schon so eine Bestätigung für einen selbst, dass man die gute Arbeit geleistet hat? Jein, sage ich einmal. Man probiert alles, dass es geht. Und man macht alles für die Kathi so im Athletikbereich, sage ich einmal. Aber prinzipiell muss die Kathi das selber machen und selber wollen. Und ja, es ist eigentlich recht einfach, das Ganze, weil sie wirklich, ja, das, was ich sage, macht sie eigentlich fast. Meistens war schon, ja. Aha, okay. Also, ja. Wann macht denn die Kathi was anders? Was nicht so nach deinem Vor allem Plan so geht. Ganz am Anfang im Frühjahr, wenn es so Richtung Ausdauer geht. Gell? Also ja. Sie hat so einen Sportart, die liebt sie. Also, ja. Und das ist das Radlfahren. Verständlich. Zu dem kommen wir, glaube ich, noch später, was ich so mitgekriegt habe. War das Sarkasmus? Ja, das war ein großer Sarkasmus. Okay, ja, okay. Ja, also da, ja. Aber im Endeffekt machen wir es dann auch. Wie war für dich dann der Moment, wo es dann wirklich, wo es zur Siegerehrung gegangen ist? So ein bisschen, man ist ja doch ein bisschen entfernt, leider kein Publikum vor Ort. Wie erlebt man das als Trainer? Kriegt man dann genauso die Gänsehaut, wenn die Goldmedaille quasi... Ja, ich würde sagen, nicht nur die Gänsehaut. Also da ist schon ein bisschen mehr passiert bei mir, muss ich sagen, zu Hause. Wie gesagt, das war sehr früh am Morgen, oder? Glaube ich, war schon. Normal darf man das ja nicht sagen, aber es... Ist nicht nur der Kaffee gewesen, sagen wir mal so. Ja, aber verständlich. Also Feste sind ja zum Feiern da. Genau. Und dementsprechend Goldmedaillengewinner wird man ja nicht alle Tage. So ist es. Ja, und das hört man vom Athletiktrainer eben von der Kathi, dass der sogar da mal was getrunken hat. Ja, aber jetzt möchte ich den Peter eigentlich auch noch ein bisschen vorstellen. Jetzt haben wir zwar schon Emotionen von dir gehört, aber der Peter war ja jahrelang beim ÖSV, fast Jahrzehnte. Also ich mag dir jetzt, man sieht ihn nicht an, er ist schon älter als ein Mann. Ein Jahrzehnte. Nein, er war nämlich letztes Jahr in Kärnten als sportlicher Leiter tätig und davor eben ein Jahrzehnt lang beim ÖSV am Ende als Athletikcoach, als Chefcoach der Athletik. Im ganzen ÖSV, also Alpinbereich, wenn ich das richtig verstanden habe. Wahnsinnskarriere schon und jetzt wieder zurück in Kärnten. Ist natürlich eine Hammergeschichte und das weiß ich übrigens alles, weil ich, der hat mir ja damals, als er zu uns gekommen ist, einen Lebenslauf geschickt, den habe ich wieder rausgekramt. Er muss gut gewesen sein, sonst hätte ich ihn nicht schon gehabt. Da schreibe ich es. Naja, und auf alle Fälle, jetzt gehen wir einmal zum Thema, oder? Reden wir einmal über die Fitness. Ja, also Fitness, darunter verstehen wir mehr Kraft, darunter verstehen wir Ausdauer, Kondition, also in dem Moment und Gleichgewicht, koordinative Fähigkeiten. Und die Frage ist jetzt auch, wie wichtig oder wie fundamental ist das jetzt für einerseits einen Profisportler, aber auch für Hobbysportler? Peter, erzähl uns einmal ein bisschen was einfach über das Thema Fitness. Ja, Fitness allgemein, egal ob man Skifahrt oder nicht, ist immer eine ganz wichtige Sache im normalen Leben auch, sage ich einmal, weil man einfach gesünder auch durchs Leben kommt. Jetzt speziell für Skifahren ist es natürlich sehr wichtig, weil man halt ja, das Material, was es da gibt, einfach besser beherrscht. Man kommt einmal gesünder und fitter durch den Winter. Also das sind schon so die Hauptpunkte, die eigentlich für eine gute Fitness sprechen. Gell? Mhm. Beim Profisportler ist es dann noch einmal so, dass die sehr viele Reisen dazu haben, sehr viele Trainingstage haben, wo es gilt, dann wirklich schnell zu regenerieren. Auch. Und das Material ist dann noch einmal, das habt ihr glaube ich im letzten Podcast schon gehört, noch einmal ein bisschen aggressiver als bei einem, sage ich einmal, Hobby-Skifahrer, wo die Kondition und die Kraft in den Beinen und im Oberkörper noch einmal ein bisschen wichtiger ist. Ja. Ja, man muss jetzt ganz hart sagen, also deswegen bitte klärt es uns da auf, weil das ist glaube ich was vielen Menschen so im Kopf ist. Ne? So ein Skifahrer fährt schätzungsweise 1 bis 2 Minuten im Slalom Riesentorlauf einen Berg runter, dann hat er eine halbe Stunde oder 1,5 Stunden einmal Zeit zum Regenerieren und dann fährt er noch einmal 1,5 Minuten runter. Wie anstrengend ist sowas eigentlich? Ja. Ich glaube, es wird generell unterschätzt. Also man fährt da schon mit einer gewissen Power und mit einer gewissen Spannung und man legt da ja ziemlich alles ein, was man gerade irgendwie an Reserven herabbaut. Und wenn ich jetzt gerade an Sölden denke, was wir jetzt nicht gefahren sind, aber speziell Sölden auf der Höhe und auf der Länge, das ist wirklich, da pumpst du einmal gescheit unten und man merkt da richtig, wie der Schenkel zumacht. Und da sind halt die 2 Stunden Zeit, was hast bis zum nächsten Antritt, extrem wichtig und umso schneller du da regenerierst und wieder dich erholst, umso besser ist es halt oder auch umso feiner ist es für dich. Mhm. Und
sagen wir so, den Grundstein kann man sich nur im Sommer legen, weil ich glaube, viele fragen mich auch, was macht der Skifahrer im Sommer? Ja. Viele wissen ja zum Beispiel nicht, dass wir trainieren oder halt, das ist immer so, bist du auf Urlaub, oder? Ja. Also, du bist Ende März, bist fertig und dann Anfang Oktober denkst du, na ja, ein bisschen Skifahren war wieder schön und den Rest machst eigentlich nichts, glauben die meisten, aber dass du eigentlich nur 2 bis 3 Wochen Pause ist, ja, wissen die meisten eigentlich gar nicht, dass es dann gleich wieder hart weitergeht. Ja, da fällt mir nämlich so ein Satz eine Phrase ein. Möchtest du es? Ja, weil ich haue jetzt dann die 2 Euro ins berühmte Phrasenschwein. Ja. Das können wir auch. Habt ihr das? Sehr gut. Dieser Satz, Skifahrer werden im Sommer gemacht, gell? Also der stimmt auf alle Fälle. Den gibt es zwar jetzt wahrscheinlich schon seit 50 Jahren, dürfte ihn irgendein altehrwürdiger Konditrainer gesagt haben, aber der stimmt wirklich. Also es wird einfach das ganze Jahr wirklich durchhart gearbeitet. Und ich sage einmal, das Skifahren ist, ja, ein großer Teil, aber das Konditraining mindestens genauso. Gibt es dann eigentlich sowas wie einen Urlaub für dich? Ja, auf alle Fälle. Also man kann jetzt auch nicht, du kannst ja nicht 4 Monate durch, 7 Tage die Woche trainieren. Ich meine, dann sagt der Körper einmal ciao. Also das ist doch. Es ist genauso, es gibt genauso die Regenerationswochen, weil ja, in der Regeneration wächst ja der Muskel, sagt man. Und nein, also der Körper ist auch keine Maschine und man muss den genauso Pause geben und man spielt es ja meistens selber und wie gesagt, es ist eigentlich geplant, man plant die Wochen im Voraus, sieht dann eh, wie es angeht und dann macht man halt die Pausenwochen, wie es halt zu Ende passt, aber Urlaub ist da definitiv ein Muss, also sonst geht es eh nicht. Wo war der letzte Urlaub von der Kathi-Truppe? Ich war am Gardasee. Sehr schön. Und in Neapel. Wunderbar. Mhm. Du hast das abgesegnet. Natürlich, das segne ich immer ab, weil sonst ist danach das Training keine Gaude. Ja. Was mich gleich zur nächsten Frage bringt, was macht der Athletiktrainer eigentlich? Was ist deine Verantwortung, dass du, wenn du sagst, du kriegst die Aufgabe, einen Sportler zu betreuen? Ja, also das Erste, was wir immer machen, ich meine, die Kathi kenne ich, seit sie 12 Jahre alt ist, von meiner ersten Zeit im Landesskiverband, da habe ich so als junger Student angefangen und da ist die Kathi als Schülerläuferin, da war sie 1,20 Meter hoch, glaube ich, wenn überhaupt, zu mir gekommen, damals kennengelernt. Und ja, das hat sich jetzt dann halt so entwickelt. Und zuerst ist es immer so, dass man Gespräche führt, vor allem nach der Saison. Wie geht es einem körperlich? Man analysiert ein bisschen, wo muss man sich noch steigern, in was für einem Bereich, Schnelligkeit, Ausdauer und so weiter. Und dann setzt man sich vor den Computer und macht einmal ein bisschen eine Planung und eine Periodisierung. Und dann geht man natürlich ins Konditraining direkt mit der Kathi, wobei ich sagen muss, mit ihr ist es relativ leicht, weil sie sehr selbstständig ist und ja, auch gar so oft braucht sie mich eigentlich gar nicht. Also wenn ich dann sage, geh bitte laufen, dann macht sie das und ich bin dann halt hauptsächlich in der Kraftkammer dabei, wo es halt wirklich um eine Technik und so weiter geht. Ja, du hast jetzt genau das Schlagwort fallen lassen, Periodisierung. Was versteht man darunter? Ja, das ist ein Trainingsjahr und da teilt sich halt in gewisse Bereiche. Und beim Skifahrer ist es halt im Winter die Wettkampfsaison. Dann ist eine kurze Übergangsphase, sagt man dazu, wo halt zum Beispiel Urlaub gefahren wird oder Sponsortermine sind da sehr viel, vor allem wenn man jetzt olympisches Gold gewinnt. Aha. Bei der KTA noch kommt die Polizeischule dazu, die meistens im April jetzt stattfindet. Das muss man natürlich alles ein bisschen eine überlegen und eine denken in den Plan. Dann machen wir meistens so im Mai einen Ausdauerblock, wo halt wirklich das heißgeliebte Radl fahren, aber im Vordergrund steht, wobei jetzt für die KTA dann, also sie liebt das jetzt nicht sarkastisch gemeint, das Bergwandern. Also da schaue ich, dass ich an so eine Sachen einbringe und laufen. Und dann fangen wir aber wirklich mit dem Krafttraining an. Also Schnellkraft, das sind so ganz schnelle Bewegungen, verbunden eben mit Übungen in der Kraftkammer. Und dann ab sage ich mal Ende Juli, Anfang August geht es ja wieder mit dem Skifahren los. Und da ist dann so eine haltende Phase drin, wo man dann einfach schaut, dass man das, was man die 2-3 Monate davor gemacht hat, wirklich dann auch über den ganzen Herbst und über den Winter bringt. Also ihr hört so richtig viel Zeit für ein reines Konditraining bleibt eh nicht gell, im Jahr. Also sozusagen machst du den Stundenplan für die Kathi? Mehr oder weniger, genau. Ja. Ja. Und wenn man das jetzt dann so zusammenfasst, dann sind es 3-4 Monate circa, wo du quasi noch einen aufbaust und von dem zehrst du dann über den Winter mit regenerativen Maßnahmen oder Trainingsmaßnahmen dazwischen, dass du auch wirklich durch den Winter fit drüber kommst. So kann ich genau. Das sagen, oder? Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, dann im Winter und im Herbst, das Skifahren ist ja selber eine sehr schwere körperliche Belastung. Also da muss man dann schon mit dem Konditraining auch ein bisschen zurückschraufen, weil sonst ja der Körper den ganzen Tag unter einer Belastung wäre. Ja. Aber jetzt eigentlich das Spannende für unsere Hörer. Was würdest du vorschlagen, dass jetzt ein Hobbysportler, du bist der Trainer, du
bist das Wissen in Person in dem Moment. Ja, genau. Von einer Olympiasiegerin, also bitte, also bessere Referenz gibt es quasi nicht. Ja. Was würdest du vorschlagen, dass unsere Hörer jetzt von dir am besten, was sollten die machen, dass sie fit durch den Winter kommen und möglichst spritzig sind noch auf der Piste? Also vorschlagen würde ich vor allem, nachdem sie ja Hobbysportler sind, die meisten, und der Hobby soll Spaß machen. Also alles das, was irgendwie Spaß macht, kann man machen. Ob es jetzt Radlfahren, Laufen oder irgendeine Spiele sein, Hauptsache man macht irgendwas, dass man, weil wenn eben der Körper irgendwie schon im Sommer auf Vordermann gebracht wird, dann kommt man einfach leichter durch den Winter. Ob das jetzt nur Laufen ist, nur Radlfahren ist oder ein bunter Mix aus allen, ist eigentlich relativ egal. Mhm. Eine gesunde Kniebeuge dazwischen wird immer gut sein. Wichtig ist allerdings die Kontinuität, weil wenn ich alle 3 Wochen so 5 Stunden was tue, bringt es eigentlich nichts. Also da ist besser, ich tue 5-mal in der Woche 1 Stunde und bringt sicher mehr. Patrick, hast du das auch gerade gehört? Da war irgendwas mit absolut. Einer sauberen Kniebeuge, da wirst du es benutzen. Ja. Also ich habe gedacht, mit Spaß. Ja, kann, wenn man es gut machen kann, ja auch Spaß machen. Ja, sicher. Nein, eine gesunde Kniebeuge. Ja, wie schaut denn, man, das ist ja wirklich eine spannende Sache, wie schaut denn eine gesunde Kniebeuge aus? Kann uns das irgendjemand erklären? Wir haben einen Profi da. Ja? Und ich würde sagen, wir machen das Ganze ein bisschen interaktiver. Den Tisch tun wir jetzt ein bisschen zur Seite. Jawohl. Also wir machen das alle 4, oder? Ja. Ist jetzt auch so. Von mir aus. Alle 4 ja, machen wir das. Genau. Ja, aber du musst uns ausbessern, ja? Oder was man richtig machen. Dann macht ihr das zu dritt und du bist der Trainer. Ja, aber ich brauche es eigentlich nicht machen, weil ich kenne ja, genau. Wir können ja beide erklären. Das ja, stimmt machen. Eigentlich. Okay, mir ja, wurscht. Ja. Ich kann ja das machen wir mal. Steht's einmal auf, beide. Aber du zeigst okay. Uns dafür noch eine Abfahrtshocke. Obwohl du kein Abfahrer bist, aber das können wir nicht so richtig nachvollziehen. Ja, ist das Deal? Das du als Snowboarder sowieso, wenn man das so sagen darf. Ich kenne mich da gar nicht aus. So, okay. Bin bereit. Also entscheidend so. Ist einmal bei einer normalen, gesunden Kniebeuge. Na, gesund brauchen wir jetzt nicht sagen, eine Kniebeuge, wenn man sie richtig macht, ist eigentlich in fast jeder Ausführung gesund. Gell? Aber wir fangen einmal an mit einem hüftbreiten Stand. Mhm, kann gell? Ich. Dann, um die Beweglichkeit ein bisschen, oder der Beweglichkeit ein bisschen das Ganze leichter zu machen, können wir ruhig die Zehenspitzen ganz leicht nach außen drehen. Mhm. Dann probieren wir mal die Hände in die Hüfte zu gehen, machen wir es gleich ein bisschen schwerer. Und dann probieren wir mit einem halbwegs geraden Rücken einmal in die Knie zu beugen. Und mich niedersetzen quasi. Genau, fast quasi niedersetzen. Das ist das gesund, was ich mache. Vor allem in der Chin-Darby. Halbwegs ja. Gesund, das passt das schon, ist, und dann stehen wir langsam Profi. Wieder aus. Ja, sehr gut. Ja, wobei man beim Hanno schon sagen muss, er macht jetzt auch bewusst einen Fehler, dass er will mich ja testen, gell? Ja. Er hat jetzt eine leichte O-Beine gehabt, also die probiert man auf alle Fälle zu vermeiden. Gell? Also diese Beinachse, das ist diese berühmte Achse zwischen Sprunggelenk, Knie und Hüftgelenk, das sollte schon halbwegs gerade sein. So. Gell? Genau. Okay. Und da diese X-Beinstellung, das sollte man eigentlich auch ganz gut vermeiden. Okay. Der zweite entscheidende Faktor, wenn du es jetzt noch einmal machst, gell, ist, ja. Dass der Oberkörper nicht nach vorne. Naja, bewusst angespannt ist. Mhm. Gell, bewusst angespannt ist, wenn er jetzt nach vorne kippt. Das passiert vor allem, wenn man nicht ganz so beweglich ist. Wenn man, kein, Zusatz, bitte gerne, wenn man kein Zusatzgewicht oben hat, ist es ja. Jetzt nicht so das Problem. Gell. Sagst du? Sag ich, ja. Ich muss sagen, ich habe schlecht aufgewärmt heute, genau. Deswegen ist es vielleicht nicht so. Boah, aber. So, haben nächstes Mal nimmst du das Stretch-Hose mit. Ja. Genau, meine, mit der Jeans ist das natürlich auch ein bisschen eingeschränkt. Ja. Was du auch probieren kannst, auch für die Leute, die sich vielleicht nicht ganz leicht tun, probier dir einmal so ganz kontrolliert hinten auf den Stuhl zu setzen, ohne dass die in der Position dann niederplumpsen lässt. Mehr oder weniger. Ja, genau. Gell? Ganz langsam, warte, den Stuhl stell ich da. Aha, jetzt. Das war super. Das ist sehr wichtig, wenn der Stuhl los ist. Ja, genau. Ja. So, und bewusst. Ja, genau. Genau. Und wieder auf. Also ich heute gerade. Ja, da sind wir schon halbwegs safe. Also wenn wir das so in der Form, so in etwa machen, ohne Zusatzgewicht einmal am Anfang, das ist ganz wichtig, da kann man sich mehr verhauen, wenn man da jetzt weniger Erfahrung hat, wenn man da schon Handelscheiben und so weiter auftut. Also da sind wir schon einmal nicht so schlecht dabei. Was für mich immer wichtig ist, du sagst, eine gesunde Kniebeuge kann nicht schaden, aber unsere Zuseher und Zuhörer, die wissen ja, was macht man denn eigentlich, bevor ich denn auf die Piste gehe? Wie soll ich mich da aufwärmen? Auf der Gondel, ich meine, wenn ich unten beim Ski, oder bevor ich auf die Piste gehe, unten, wenn ich mich anstelle, irgendwelche Übungen, dann bin ich oben wieder kalt, oder? Ja. Was für eine Tipps kann mir jetzt an die Kathi geben, bevor ich direkt das erste Mal losfahre? Also bei mir ist es auch immer so, also bei mir gibt es kein Skifahren, ohne Aufwärmen nicht. Also ich tue das immer, weil ich brauche das auch für mein Gewissen oder ich fühle mich da einfach viel wohler und bereiter da jetzt einen Schwung in die Pisten zu ziehen. Und
eigentlich fange ich mit ganz einfachen Übungen an, ich sag mal mit dem Fuß schwingen, also einfach ganz lockeres Bein schwingen. Ja, genau. Sehr gut. Ja. Dann außen dran. Ja. Also und dann eben fange ich auch schon gleich mal an mit Rumpfübungen. Also ich mache Sit-Ups, seitliche. Auf der Piste. Ja. Aha, okay. Seitliche gerade, wärme mein Kreuz auf, natürlich stecken zum Beispiel hinten eine, fange so an. Ja. Leicht nach vor. Also da gibt's. Also man kann eigentlich nichts falsch machen beim Aufwärmen. Hauptsache, man bewegt einfach generell seinen Körper einmal durch. Fängst du quasi eher von unten nach oben genau. Oder von oben? Nein, ich fange von unten. Von unten nach oben. Okay. Und zum Schluss mache ich auch zum Beispiel Kniebeugen. Ja. Einfach stecken hinten eine, gehe langsam runter und schnell auf, weil ich muss ja spritzig sein auf der Piste. Also. Ja. Mhm. Stark. Mhm. Sehr gut. Das dauert so 10 Minuten und dann fühlt man sich halt einfach ja, bereit dafür. Wunderbar. Bereit ist man fit für die Piste. Ist man fit für die Piste, fit für den Winter. Unter diesem Hashtag genau findet man auch unsere Postings. Ja, machen ja. Wir gleich ein bisschen Eigenwerbung. Dann hätte ich gesagt, haben wir noch eine Übung oder Hanno? Nein, aber wenn du nicht sagen? Nein, mir hat das jetzt mit dem Rumpf, also wir können uns auch gerne wieder hinsetzen, weil du gesagt hast, ja, Rumpf aufwärmen ist ganz wichtig, weil ich glaube, das ist ein essentielles Thema für die Stabilität am Ski, oder? Also beim Skifahren. Jetzt heißt einerseits, natürlich brauchst du ein gutes Gesamtkonzept und Kraft und was auch immer, aber ich glaube, dass gerade das Kernthema, der Bauch, der Rücken, der Rumpf ja, in dem Moment, als Trainersicht oder als Athletensicht, glaube ich, ganz wichtig ist, oder? Und korrigiert es mich. Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, man merkt das selber, oder? Wenn man das erste Mal wieder in der Saison so richtig selber Skifahren geht, merke ich teilweise selber auch, weil jetzt als Skitrainer stehst du sehr viel auf der Piste, vor allem so, wenn die Athleten wirklich durch den Lauf fahren. Aber wenn man dann das erste Mal wirklich selber Skifahren geht, dann kann es schon sein, dass man dann am Abend oder am nächsten Tag in der Früh so einen gewissen Muskelkater hinten im Kreuz hat. Ja. Ist jetzt nicht ganz was Schlimmes, aber es ist halt unangenehm. Aber je besser ich halt da dann im Rücken- und im Bauchbereich halt auch trainiert bin, desto eher kann ich das dann auch verhindern, beziehungsweise dass es halt vielleicht nicht ganz so weit tut und ein bisschen angenehmer ist dann. Und vor allem, wie gesagt, ich glaube, das ist so, dass man mit dem Rumpf ja, also auch Stabilität ins gesamte System reinkriegt und dadurch auch vielleicht bei so manchen Situationen, wo du in eine Sturz quasi Situation kommst, dass du vielleicht noch dagegen halten kannst, dass du sagst, okay, passt jetzt, da feder ich mit meinen eigenen quasi Kräften ab. Was ja, solltest du von der Aussage? Sowieso, also kann ich da noch recht geben, stimme ich 100% zu, aber auch sollte man dann wirklich auch stürzen und man ist besser benannt. Ich meine, wir wissen, je besser die Muskeln ausgeprägt sind, das ist dann schon auch ein gewisser Dämpfer auch, für die ganze Geschichte und da, das kann dann auch schon schwierige Verletzungen vermeiden. Gell? Also, ja. Oder auch wenn die Piste unruhig ist. Ja. Also es gibt fast keine Pisten, wo kein Schlag oder so drin ist. Und wenn du da halt generell körperlich von Rumpf her besser benannt bist, dann tut er das halt auch weniger. Da stehst du da viel besser drüber und peppelst dich quasi nicht so runter. Also. Und dass wir nicht ganz umsonst stehen, hätte ich gesagt. Fit sein. Machen wir noch eine Übung, oder? Zeigt uns was oder sagt uns was, du musst nicht. Ja? Aber der Patrick, der lacht schon so. Ich schätze mal, er hätte gerne. Das ist echt immer auf die Nicht-Skifahrer. Ja, bist du kein Skifahrer? Ja, das wäre mein so ein Rodler. Ja, ein Rodler. Muss man auch fit sein. Ich habe in gewissen anderen Sportarten meine Vorteile. Aha. Denke ich. Nein, vorsichtig ausgedrückt. Nein, prinzipiell gern Skifahren, aber jetzt kommen wir zur Übung. Was können wir noch machen? Nein, ich würde sagen, machen wir was man wirklich auf der Piste machen kann, wo ja. Man auch nicht unbedingt ganz nass wird, weil wenn man jetzt Sit-Ups macht, dann kann es sein, dass der Hintern nass ist. Aber da darf ich echt die Karte bitten, dass wir einfach mal einen Plank vorzeigen. Den kann man auf der Piste ganz gut machen. Da werden die Ellbogen ein bisschen nass oder da ist man nur mit den Ellbogen in die, am Schnee direkt. Und, ja, oder ein Liegestütz. Oder ein Liegestütz, genau. Mhm. Und macht das jetzt die Kathi oder der wenn der Trainer sagt, muss die Kathi machen. Die Kathi macht es einmal vor, weil sie kann es nämlich wirklich schön machen. Ihr seht ja, die Kathi hat da jetzt wirklich den Rücken, auch den Po, das Gesäß gut angespannt. Und wichtig ist, dass man, wenn man diese Übung selber macht, wirklich nur so lange die Übung macht, bis man selber merkt, dass der Rücken zum Durchhängen anfängt. Gell? Sobald das ist, ist überhaupt kein Problem. Übung aufhören und dann ein paar Minuten Pause und wieder anfangen. Wie lange kann ich das halten? Du siehst ja jetzt, zittert sie schon ein bisschen. Sie kann es sehr lang halten. Ja, sie tut es ja nur zum Kurzhaken. Ja, genau. Ja, das Zittern ist kein schlechtes Zeichen eigentlich, sondern es ist einfach ein aber Zeichen, aber ein paar Minuten Pause brauchen wir jetzt auch. Genau. Auch wieder kalt. Ja. Nein, aber das Zittern ist einfach ein Zeichen, dass die Muskulatur ein bisschen arbeitet. Also wenn man zittert, das ist kein Zeichen, dass man schlecht benannt ist. Danke, willst du nur vorzeigen? Danke. Auf die Stühle. Und sonst kannst du es ja anschauen, im Video-Podcast. Ja, genau. Schauen Sie im Video dann an, genau wieder.
Aber das ist ja eine komplette Ganzkörperübung und dadurch bin ich dann wirklich aufgewärmt und kann loslegen und die Piste runterfetzen. Liebe Kathi, wir haben eine Gemeinsamkeit, weißt du das? Rat einmal, was für eine Gemeinsamkeit wir beide hätten. Ich gebe dir einen Tipp, es ist nicht das Skifahren. Also du bist kein Olympiasieger. Ich bin noch kein Olympiasieger, vielleicht. Dass du vielleicht Radfahren auch nicht magst? Jein, aber... Stimmt zwar, aber das hast du nicht mal. Aber, Kathi, wir haben am selben Tag Geburtstag. Oh! Sowohl du als auch ich haben am 15. Jänner Geburtstag. Darf man es verraten? Das Jahr 1996, ja. 1984. Also eben noch vielleicht, wird schwierig mit Olympia, aber gut. Naja, ist alles möglich. Dankeschön. Alles. Der Hugo Simon, oder? Der Reiter, der ist ja... ja. Also du musst in den Pferdesport nachdenken. Richtige Sportler, ja. Ja, finde ich. Ja, ja. Nein, war nur ein kurzer Ausflug am Rande und das bringt mich jetzt dann zum Peter, nämlich... ich habe jetzt der Hanno war so lieb und im Vorgespräch haben wir ein bisschen so unsere Gäste wie üblich analysiert und besprochen und deinen Lebenslauf sind wir ein bisschen durchgegangen und der ist ja, also dafür bräuchten wir wahrscheinlich 3 Sendungen, damit wir das alles also aufarbeiten würden. So schlimm ist, glaube ich, nicht. Vielleicht machen wir einen kurzen Ausflug und zwar ins Jahr 1998, da Bundesheer, Beginnstudium. Die liebe Kathi, 2 Jahre jung, ja. Also da hat es noch keine Connection gegeben. Aber von 1998 bis 2002 warst du Mountainbike-Lehrer am Club Einersee. Ja. Man muss ja, ich war jung und ich brauchte das Geld, oder wie so. Nein, es war ein normaler Freijob. Ja, du hast dann 2000 auch die Mountainbike-Lehrer-C-Lizenz dann gemacht. Ja. Und was wir heute schon ein bisschen angerissen haben, bleiben wir beim Thema Radfahren. Kathi, wie stehst du zum Thema Radfahren? Ja, es ist da, aber ich tue es nicht. Oder nicht so gerne wahrscheinlich. Ja, oder? Nein, also Radfahren ist etwas, was ich tue es, glaube ich, keine 5-mal im Jahr. Ja. Das ist, da gehe ich lieber in die Berge, also das finde ich einfach so viel schöner und angenehmer, als wie ich, dass ich mir jetzt auf den Gaul da aufsetze. Und irgendwann, das ist für mich kein, da habe ich kein Glücksgefühl. Da steige ich runter und denke mir nur so, Gott sei Dank ist es vorbei. Ja. Aber ich meine, so wie heuer die Radtour haben wir mal zu dritt einen gemacht, die war aber relativ witzig, aber reicht auch mal. Ist schön und braucht man nicht mehr. Aber das haben wir dann eine Pizza essen gegangen, oder? Vielleicht können wir ja irgendwie dich zum Fahrradfahren begeistern, oder Hanno? Ja, so, wenn, dann hat der Peter da eine Idee, aber... Ich habe mir was überlegt, ja. Ich habe mir echt was überlegt, weil ich kriege von der Katja oder vom Bauernhof daheim voll oft so Fajokas oder Salami oder so. Also das sind so die Naturalien, die nachher so mitgebracht werden. Ich habe jetzt was mitgebracht, gell. Ich habe mir gedacht, ich kaufe da eine Beinlinge und eine Ärmlinge und lass da, also ich habe da müssen jetzt auch die Firma abkleben, weil es doch nicht Schöffel ist. Und habe mir gedacht, ich lasse das Datum aufdrucken, wo wir Radlfahren waren damals und die Olympischen Ringe. Geil, und ich hoffe, dass du das nächste Mal beim Radlfahren anhast, gell? Peter, zeig das einmal in die Kamera, das wollen wir mal sehen. Herrlich. Wow! Schaut richtig gut aus. Ja, Gold halt. Also, so ist es gern. Wow. So ist es. Cool, ey. Kann man den nur beim Radfahren anziehen, oder? Wie du magst, dann schlafen wir damit auch. Also, statt der Gold mit einem, mit dem Schlafen. Bitte sehr. Danke. Ich denke, das ist vielleicht die eine oder andere Motivation, jetzt doch Rad zu fahren. Weil du das dann... Ja, aber jetzt muss ich im Frühjahr Radfahren, wo es kalt ist. Weil es cool ist. Jetzt ist es auch kalt. Ja, nein. Danke. Ja, bitte, bitte. Wunderbar. Und wenn diese goldenen Ringe da so herleuchten mit dem Datum auch 25.03.21 drauf, darf natürlich eine Frage, wie bei allen unseren Gästen natürlich nicht fehlen, und zwar nämlich die Frage nach den Highlights. Und Kathi, darf bei dir anfangen. Wenn du jetzt so ein bisschen deine Karriere zurückdenkst, von deinen Beginnen her, was waren so deine sportlichen Highlights oder das sportliche Highlight und dann vielleicht auch ein privates Highlight? Sportliche Highlights gibt es mehrere, weil es immer wieder verschiedene Faktoren, also Vorgeschichten gibt zum Beispiel. Aber sicher, wenn ich jetzt am Weltcup zurückdenke, und ich bin jetzt schon doch so 7 Jahre im Weltcup, also ist eigentlich eine lange Zeit, habe ich 2 Podestplätze feiern dürfen. Mein erster war in Levi, der war schon
richtig emotional, weil der erste Podestplatz ist einfach ein Wahnsinn. Und mein zweiter war in Kranjska Gora, wo meine ganze Familie da war und meine Freunde und so. Das war dann wirklich irre. Also was da zusammengekommen ist, das war ja ein Wahnsinn. Da siehst du ja richtig, wie die Leute sich mit dir freuen und das ist ja was Schönes. Also man will ja einen Podestplatz nie allein feiern, bringt ja keinen. Aber man merkt das erst, wie viele Leute hinter einem stehen, wenn man was gewonnen hat, auch wenn man nicht gewinnt. Natürlich, die Leute sind sowieso immer da, aber man spürt sie halt nicht so. Und so wie bei meiner Olympiafeier, das war ein Wahnsinn. Das war innerhalb von 3 Tagen haben sie das aufgestellt und da sind so viele Leute gekommen, was für mich jetzt überhaupt nicht selbstverständlich war, weil es war einfach Mittwochnachmittag, wo es Leute gibt, jeder arbeitet, jeder hat was zum Tun und es waren so viele Leute und es war einfach wirklich sowas unglaublich Schönes, wo sicher der Tag meiner Tage war, weil ich mir dachte, wow, also ich kann nicht so viel falsch machen, ich kann jetzt nicht so unsympathisch rumkommen. Und das war dann schon ein beruhigendes Gefühl, oder hat mir gesagt, ich bin auf dem richtigen Weg oder so wie ich es mache, so passt es. Und natürlich auch der, klingt jetzt blöd, aber der 4. Platz beim Riesentorlauf bei der Olympiade. Man muss einmal 4. werden, sage ich einmal. Also für mich war das so viel Zeit, was da zwischen 1. und 2. Durchgang war. Normal sind es 2 bis 3 Stunden. Damals waren 5 Stunden dazwischen. Und das war so eine unglaublich lange Zeit. Und da kommen auch so viele Gedanken. Und irgendwann wärst du deppert. Dann ist noch eine geflogen vor mir. Da war nur mal 20 Minuten starten. Und ich bin, glaube ich, schlussendlich um 4:30 am Nachmittag gestartet. Was über den ganzen Tag gesehen, die Spannung zu halten, sowas Irres, weil ich habe am nächsten Tag überhaupt gemerkt, ich war hin. Also mein Körper war tot. Und da war ich eigentlich, klingt blöd, aber trotzdem stolz auf mich, weil ich das geschafft habe, dass ich immerhin 4. geworden bin. Ich meine, ich hätte auch 16. werden können. Hätte keiner darüber geredet, so bin ich 4. geworden. Und es wird bei jedem olympischen Rennen, wird irgendwer 4. Sei es beim Schwimmen, es gibt überall einen 4. Also es bin nicht ich allein und trifft halt immer irgendwen, aber ich kann trotzdem sagen, ich bin 4. geworden. Ja, und danach habe ich auch die Goldene gemacht, also von dem her war es eh wieder ein guter Ausgleich. Peter, wie ist bei dir? Die Frage nach den Highlights darf bei dir auch nicht fehlen. Was ist so ein absolutes Highlight von dir gewesen? Gibt es eigentlich schon ein paar. Ich meine, das ist natürlich Olympiasieg und auch der 4. Platz. Also klar, da habe ich mich auch ein bisschen geärgert, wie sie durchs Ziel gefahren ist. Und das war einfach so ein kleiner blöder Fehler, wo ich gewusst habe, das wird sich jetzt wahrscheinlich nicht ausgehen. Aber spätestens nach dem Interview war eigentlich, das war echt der Wahnsinn. Also das Interview von ihr in Peking, war dieser leichte Ärger oder das schade Gefühl dahin, weil ja, es passt. Es hätte sich vorher keiner erwartet, dass die Karte in Peking 4. wird. Und war sonst beruflich, ja, es gibt schon ein paar Highlights, aber das muss jetzt nicht unbedingt jetzt so mit der Karte als Olympiasieg sein, sondern es gibt viele Nachwuchsathleten, die ich auch schon betreuen habe dürfen, über Jahre hinweg, die sich dann sehr gut entwickelt haben, die dann vielleicht jetzt nicht unbedingt im Leistungssport geblieben sind, aber beruflich ganz erfolgreich waren, was sicher mir heuer, wenn wir jetzt noch beim Leistungssport bleiben, ganz also wirklich brutal gefreut hat, war der Olympiasieg vom Strolz Johannes oder die 2 und die Silbermedaille noch. Den habe ich auch als Athlet noch im Skigymnasium Stams betreuen dürfen, damals als Nachwuchsathlet. Und das hat sich eigentlich von ihm fast keiner mehr erwartet, außer er selber. Und er ist wirklich so ein akribischer Arbeiter. Also das war schon auch etwas, wo ich ja, ein paar Tränen in den Augen gehabt habe, muss ich zugeben, wie das passiert ist. Ja. Gibt es bei dir irgendein privates Highlight, wo du sagst, du jetzt vielleicht nicht als Betreuer war, so, ich weiß nicht, dem Bundeskanzler die Hand geschüttelt oder so irgendetwas? Es sind solche Sachen auch Highlights, die nicht alltäglich sind, aber ich denke, private Highlights ist einfach, wenn es der Familie gut geht. Und das ist hoffentlich noch lang was Alltägliches, sagen wir so. Ah, sehr schön. Ja. Schön. Kann man sich da noch mehr wünschen? Hanno, wie siehst du das? Nein. Eigentlich alles gesagt. Alles wunderbar. Gesagt, glaube ich, ja. An der Stelle sage ich danke dir, liebe Kathi Truppe, und danke dir, lieber Peter, für euer Kommen, für eure Expertise und dir natürlich, Hanno, fürs noch einmal Nachbohren. Genau. Danke an der Stelle. Ich sage danke. Und an der Stelle darf ich euch zu Hause wieder Dankeschön sagen. Schön, dass ihr mit dabei wart und freut euch auf die kommenden Folgen. Bis dahin, alles Gute. Krone und ich. Kronenzeitung.